Hallo zusammen, heute gibt es mal ein Video auf Deutsch und zwar zum Thema Gedichtvergleich, weil ich es aus meinem Freundeskreis kenne, dass viele einfach ein Problem damit haben und ich kriege es eigentlich ganz gut hin in den Klausuren, deswegen dachte ich mir, ich mache mal ein Video zu, um euch vielleicht ein bisschen zu helfen. Das ist nämlich gar nicht so kompliziert, wie viele immer denken. Das ist eigentlich total einfach. Und zwar gibt es genau zwei Möglichkeiten, um das Ganze zu machen. Einfach mal kurz. Bei Möglichkeit 1 interpretiert ihr Gedicht 1 mit Basissatz, den Aspekten, die ihr findet, Thesen und Belege werdet ihr suchen müssen. Dann vergleicht ihr gleich interpretierend das Gedicht 2, auch Basissatz, Aspekte, Thesen und Belege. Zum Schluss gibt es einen Schluss, der beinhaltet eine Zusammenfassung. Und bezieht sich, wenn möglich, auf die Einleitung. Möglichkeit 2 ist, ihr interpretiert Gedicht 1 und Gedicht 2 völlig unabhängig voneinander. In einem dritten Block vergleicht ihr alles, was ihr gefunden habt. Und dann kommt wieder ein Schluss, gleich wie Möglichkeit 1. Das war jetzt ziemlich schnell, deswegen alles nochmal einfacher und ein bisschen langsamer und vor allem auch anschaulicher. Also, wenn ihr eure Gedichte kriegt, dann haben die ein gemeinsames Thema. In Baden-Württemberg im Abitur ist es zum Beispiel das Thema Liebe. Wir kriegen nur Liebeslyrik. Dazu schreibt ihr dann eine allgemeingültige Einleitung. Euch liegt dann das erste Gedicht vor. Dazu schreibt ihr einen Basissatz. Der beinhaltet die Funktion und die Wirkung des Gedichts und tut den Inhalt ganz kurz umreißen. So ein Basissatz besteht meistens aus 2 bis 3 Sätzen, vielleicht auch 4. Haltet ihn möglichst kurz. In der Vorbereitung findet ihr eure Aspekte. Die schreibt ihr auf, genauso schreibt ihr dazu eure Thesen auf. Die Thesen belegt ihr mit Textstellen oder auch mit rhetorischen Sprachmitteln. Meistens haben Aspekte 3 Thesen oder vielleicht auch 4, manchmal auch nur 2. Es zählt Qualität vor Quantität, also macht lieber weniger Aspekte und Thesen, bevor ihr einen absoluten Rotz hinschreibt. Wir haben meistens immer 3 Aspekte gefunden. Es gibt natürlich auch Gedichte, die haben nur 2 oder die haben auch 4 Aspekte. Meistens beinhalten die Aspekte bei Liebeslyrik auf jeden Fall mal den Geliebten, den oder den Liebenden. Ein lyrisches Ich ist immer dabei. Es muss auch nicht immer identisch mit dem Liebenden sein. Also achtet da genau drauf, wie es geschrieben ist. Meistens gibt es auch noch eine Situation oder eine Rahmenhandlung, aber das ist abhängig vom Gedicht. So, dann habt ihr natürlich auch noch das Gedicht 2. Das tut ihr jetzt gleich direkt dazu vergleichen. Erstmal kommt ein Basissatz. Den könnt ihr gleich vergleichend aufbauen, weil es manchmal sein kann, dass ihr da schon einen kleinen Vergleich hereinkriegt. Ihr könnt ihn aber auch unabhängig schreiben, das ist völlig egal. Ihr habt wieder Aspekte. Einige werden sich überschneiden, andere sind unabhängig vom ersten Gedicht. Das könnt ihr alles sofort schreiben. Denn in Möglichkeit 1 werden Thesen und Aspekte sofort verglichen. Wenn euch etwas auffällt, dann schreibt ihr es gleich mit rein. Das heißt, ihr leitet eure These zum Beispiel ein mit ähnlich wie in Gedicht 1, Punkt, Punkt, Punkt. Oder aber auch mit gleich ist, Punkt, 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 aber, Punkt, Punkt, Punkt. Das macht ihr mit allen Thesen und Aspekten, die ihr findet. Es kann aber auch sein, dass ihr zum Beispiel noch einen vierten Aspekt bei Gedicht 2 findet, den es im ersten Gedicht nicht gibt. Es kann allerdings auch sein, dass irgendein Aspekt komplett wegfällt. Wenn euch sowas auffällt, schreibt es auch unbedingt mit rein, gebt alles Punkte. Euer Schluss sollte eine Zusammenfassung der beiden Gedichte beinhalten und sich möglichst auf die Einleitung beziehen, das macht das Ganze rund. Vorteil in dieser Möglichkeit ist, sie ist einfacher zu schreiben und einfacher zu korrigieren, sowohl für euch als auch für den Lehrer. Unsere Deutschlehrerin rät uns auch immer zu dieser Möglichkeit, dadurch, dass sie halt einfacher ist. Vor allem, wenn die Lehrer dann korrigieren, sind sie nicht so schnell genervt von eurem Aufsatz, was auch euch gut tut. Also wenn ihr euch selbst einen Gefallen tun wollt, nehmt Möglichkeit 1. Wenn sie euch überhaupt nicht in den Kram passt, könnt ihr natürlich auch Möglichkeit 2 nehmen, die, das finde selbst ich, ein bisschen unübersichtlicher ist. Sie ist auch sehr schwer zu korrigieren nachher für euch selbst, wenn ihr nochmal lesen solltet. Auch hier habt ihr wieder das Thema
und schreibt eine Einleitung dazu. Diesmal werden Gedicht 1 und 2 unabhängig voneinander interpretiert. Das heißt, ihr tut auch zu Gedicht 1 wieder einen Basissatz schreiben, Aspekte finden, Thesen aufstellen und sie belegen. Das gleiche macht ihr mit Gedicht 2. Basissatz, Aspekte, Thesen mit Belegen. Wie gesagt, es kann sein, dass ihr einen Aspekt mehr habt oder dass einer wegfällt. Müsst ihr hier aber noch nicht schreiben. Denn sobald ihr beide Gedichte interpretiert habt, gibt es einen vergleichenden Block. In diesem vergleichenden Block schreibt ihr alles rein, was es zu vergleichen gibt. Nachteil an dieser Möglichkeit ist, es ist unübersichtlich zu schreiben, zu planen und zu korrigieren, solltet ihr noch Zeit haben und euch den Aufsatz nochmal durchlesen. Außerdem ist es viel zeitaufwendiger, dadurch, dass ihr nochmal einen dritten Teil habt, den ihr extra schreiben müsst. Bei Möglichkeit 1 spart ihr euch diesen kompletten Notizzettel, wie er jetzt hier dargestellt ist. Das heißt, ihr spart euch auch die Zeit für diesen Block. Es gibt wieder einen Schluss, wieder mit einer Zusammenfassung und der sollte sich auch wieder auf die Einleitung beziehen. Das ist allgemeingültig, egal was ihr schreibt. Das macht den ganzen Aufsatz rund und vermittelt einen super Eindruck beim Lehrer. Gut, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, schreibt es in die Kommentare drunter. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Falls ihr noch mit irgendetwas Probleme haben solltet, schreibt es mir ebenfalls in die Kommentare. Vielleicht weiß ich was davon, vielleicht habe ich ein bisschen Ahnung, vielleicht kenne ich Leute, die Ahnung haben, kann euch an die weiterverweisen oder ich mache wieder ein Video. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.